Wir wollen nun hier als nächste Schaltung die B2-Schaltung betrachten. Das heißt, ich habe jetzt hier mal im Skript die entsprechende Schaltung mal dargestellt, so die klassische Brückenschaltung, die wir dort haben. Warum überhaupt die B2-Schaltung im Gegensatz zu dieser M1-Schaltung, die wir bisher kennengelernt haben? Tatsächlich ist es so, die M1-Schaltung hat einige Nachteile. Vielleicht einer der größten ist, dass wir das Netz mit einem Gleichstrom belasten. Das heißt, die Eingangsdiode dort lässt nur einen positiven Strom fließen. Deswegen fließt auch in unsere Netzzuleitung, dort, wo eigentlich die Wechselspannung angelegt ist, ein Gleichstromanteil, der zur Sättigung von Transformatoren dort führen kann. Der Leistungsfaktor bei der M1-Schaltung, haben wir gesehen, ist selbst bei ohmscher Last kleiner als 1. Zur Glättung brauchen wir einen vergleichsweise großen Kondensator und die Sperrspannung an den Dioden ist vergleichsweise groß, zweimal den Scheitelwert der Netzspannung. Das bedeutet alles in allem, dass die M1-Schaltung eigentlich nur für kleinere Leistungen geeignet ist. Demgegenüber setzt man eigentlich, sobald man Leistungen von in etwa mehr als 10 Watt hat am Einphasennetz, die klassische B2-Schaltung, die klassische Brückenschaltung ein, die jetzt hier aufgezeichnet ist. Tatsächlich gehe ich davon aus, dass wir die Schaltung schon kennen, deswegen sollte das jetzt eigentlich nicht viel Neues sein an dieser Stelle. Trotzdem möchte ich diese Schaltung besprechen, weil in Vorbereitung auf die dreiphasige Brückengleichrichterschaltung wir die Analyseweise leichter verstehen können, wenn wir das an dieser schon bekannten Schaltung vollziehen. Das heißt, wovon wir jetzt ausgehen werden, ist, wir schauen uns jetzt mal an, wie entstehen jetzt hier unterschiedliche Schaltzustände, wenn wir hier vorne wieder eine sinusförmige Spannung anlegen. Das heißt, wir nehmen an zum Beispiel, wir haben eine positive Halbwelle, hier jetzt mit grün, und eine negative Halbwelle, die wir jetzt mit blau markieren wollen. Und wir jetzt anschauen, okay, wenn wir diese Spannung hier für UQ anlegen, welcher Strom fließt jetzt über welchen Pfad hier sozusagen durch die Dioden durch. Tatsächlich, das wird sich später bewähren, bei der dreiphasigen Brückenschaltung kann man diese klassische Brückenschaltung, die man hier kennt, auch umgezeichnet deuten, wenn man hier so ein bisschen bloß den Brückengleichrichter umzeichnet, sodass klar wird, wir haben hier eine Zusammenschaltung D1, D3 von zwei Dioden, die sozusagen einen Pluspol durchschalten werden. Das heißt, am Ausgang wird immer ein positiver Spannungswert sein, die hier sozusagen eine gemeinsame Kathode haben, bezogen auf die Last. Und wir haben hier die zwei Dioden D2 und D4, die eine gemeinsame Anode an der Last haben und die werden dann den Minuspol letztlich festlegen. Das heißt tatsächlich, von dem oberen Diodenpaar wird immer das leiten, weil die eine gemeinsame Kathode haben, dessen Anode auf dem höheren Potential ist. Und von dem unteren Diodenpaar wird immer die Diode leiten, deren Kathode auf dem negativeren Potential ist. Jetzt müssen wir also nur anschauen, wenn wir jetzt hier die Eingangsspannung haben, wo haben wir sozusagen an welchem Anschlusspunkt das höhere bzw. das niedrigere Potential. Nehmen wir jetzt mal den Fall für die positive Netzhalbwelle. Das heißt, haben wir hier diese positive Netzhalbwelle, dann ist sozusagen der Pluspol der Quellspannung am oberen Anschluss, der Minuspol bezogen auf die momentanen Werte am unteren Anschluss, weil wir einen positiven Wert in Richtung dieses Spannungsbezugsfalls haben. Das heißt, hier oben an der Diode D1 liegt im Prinzip der Pluspol, an der Diode D3 der Minuspol, an der Diode D2 der Minuspol und an der Diode D4 der Pluspol. Das hat jetzt zur Folge, dass wir einen Stromfluss kriegen werden in die obere Diode D1 rein, weil hier die Anode auf dem höheren Potential ist. Der Strom fließt hier rein, der Pluspol wird sozusagen hier durchgeschaltet an die Last und fließt jetzt hier unten über die Diode D2 zurück, weil die momentan den Minuspol hat. Das ist sozusagen die für die positive Netzhalbwelle, also die Dioden D1 und D2 gleichzeitig eingeschaltet. Die Diode D1 schaltet sozusagen den Pluspol der Spannung durch die Diode D2 den Minuspol und wir kriegen dann hier an der Last einen Spannungsverlauf dieser positiven Halbwelle. Gut, wenn wir jetzt betrachten die negative Halbwelle, das heißt hier unsere blaue Halbwelle, dann haben wir jetzt hier folgenden Fall. Die Polaritäten sind jetzt vertauscht. Das heißt, wir haben einen negativen momentanen Wert dieser Spannung. Das heißt eigentlich den Minuspol jetzt am Oberanschluss und den Pluspol am unteren Anschluss. Bedeutet, dass jetzt hier die Diode D3 an den Pluspol der Spannungsquelle angeschlossen ist und die Diode D4 an den Minuspol, wohingegen jetzt die Diode D1 am Minuspol ist und die Diode D2 auch am Pluspol. Heißt, in der oberen Gruppe hat jetzt ein Wechsel des Stromflusses stattgefunden von der Diode D1 auf die Diode D3.
Der Strom hat seine Richtung im Netz geändert, so wie die Netzspannung sich geändert hat. Die obere Diode schaltet aber weiterhin einen Pluspol durch. Wir kriegen jetzt eine Last, eine positive Spannung. Und hier unten fließt der Strom jetzt über die Diode D4 zurück, weil jetzt dort an der Kathode das negativere Potenzial ist, fließt dann die Spannung in umgekehrter Richtung gegenüber dem ersten Zustand zur Last zurück. Das heißt, wir sehen die Funktion hier des Gleichrichters, so wie man sich das vorstellt, bezogen auf die Netzspannung, hat sich hier sozusagen die Stromrichtung umgekehrt. Wir kriegen in der positiven Netzhalbwelle einen positiven Strom, während der negativen Netzhalbwelle einen negativen Strom. Bezogen auf die Last aber haben wir diesen Gleichrichtereffekt, dass wir sowohl für die positive wie auch für die negative Halbwelle hier eine positive Ausgangsspannung an der Last kriegen, also beide Netzhalbwellen durchschalten. Und wir sehen, wir haben jetzt zwei Maxima während der Grundfrequenz des Netzes, also haben wir eine zweipulsige Schaltung und hier als Brückenschaltung die zweipulsige Brückenschaltung B2 an ohmscher Last. Die Schaltzustände sind jetzt hier nochmal dargestellt, wenn wir es so wollen, hier ein bisschen hervorgehoben für eine positive Netzspannung. Also leiten die Dioden D1 und D2. Die hier grau dargestellten, nicht so stark gemalten, sollen ausgeschaltet sein. Und für die negative Netzhalbwelle leiten dann die Dioden D3 und D4. Und deswegen auch diese Bezeichnung D1, D2, D3 und D4. Das ist sozusagen die Reihenfolge, in der diese Dioden nacheinander einschalten. Das heißt, D1 und D2 gleichzeitig bei positiver Netzhalbwelle, D3 und D4 danach bei der negativen Netzhalbwelle. Wir haben also immer zwei Dioden, die gleichzeitig stromführend sind pro Halbperiode, und jede Diode führt einmal sozusagen pro Periode den Strom. Im Gegensatz zu der M1-Schaltung ist der einzige Nachteil, dass wir sozusagen zwei Spannungsabfälle an zwei Dioden haben bei dieser B2-Schaltung, was aber keine große Rolle spielt, weil die Netzspannung mit 325 Volt vergleichsweise groß ist, also die Verluste bezogen auf den Wirkungsgrad nicht so entscheidend sind. Hier sind dann nochmal die Stromverläufe ganz grob dargestellt. Das heißt, hier während der positiven Netzhalbwelle, wie gesagt, kriegen wir Stromfluss durch D1 und D2. Das heißt, wir werden eine Ausgangsspannung kriegen, die gleich ist der Netzspannung, und auch der Ausgangsstrom wird proportional zur Netzspannung sein. Es leiten hier D1 und D3 kurzzeitig den Strom. Während der negativen Netzhalbwelle führen dann die Dioden D3 und D4 den Strom gleichzeitig. Das heißt, diese negative Netzhalbwelle wird durchgeschaltet. Bezogen auf die Last kriegen wir aber diese Gleichrichtung. Das heißt, bei der Lastspannung haben wir dann weiterhin eine positive Spannung, und die Dioden, die vorher ausgeschaltet waren, D2 und D4, führen denselben halbsinusförmigen Strom während dieser zweiten Netzhalbwelle. Und das ist dann sozusagen die Vollweggleichrichtung beim Beispiel der B2-Schaltung. Wir kriegen also am Ausgang den typischen Verlauf einer Betragssinusfunktion. Im Netz hingegen kriegen wir den Verlauf von Strom und Spannung einer reinen Sinusfunktion. Das bedeutet, wir haben zwar hier auch einen pulsierenden Verlauf der Ausgangsspannung, wenn wir das einmalen, wenn wir also irgendwo hier zwar einen Mittelwert haben, UA Average, aber tatsächlich hier eine pulsierende Spannung, die zwischen U Max und 0 variiert. Bezogen auf Netzstrom und die Netzspannung verhält sich diese Schaltung aber, obwohl wir am Ausgang immer nur positive Spannung haben, trotzdem wie ein ohmscher Widerstand, wird also einen Leistungsfaktor von 1 haben, erzeugt also nicht so wie die M1-Schaltung eine Verzerrungsblindleistung, sondern wir haben hier ohmsches Verhalten, obwohl am Ausgang an der Stelle die Spannung nur positive Momentanwerte annimmt. Jetzt kann man die mittlere Ausgangsspannung auch noch berechnen. Das wäre dann doppelt so hoch wie bei der M1-Schaltung, weil wir sozusagen hier zweimal diese Sinushalbwelle durchschalten, also sozusagen eine doppelt so große Fläche pro Periode T erzeugen und deswegen 2 durch Pi mal Um als Spannungswert dort kriegen. Ähnlich wie bei der M1-Schaltung werden wir natürlich wegen der pulsierenden Ausgangsspannung auch bei der B2-Schaltung dann häufig einen Kondensator zur Spannungsglättung anschließen. Das heißt, wir haben jetzt hier den Fall, dass wir einen Kondensator parallel zu einem Lastwiderstand dran haben. Die Ausgangsspannung entspricht wieder der Spannung am Kondensator. Und das wird auch hier dazu führen, dass jetzt diese Ausgangsspannung einigermaßen
gleichmäßig ist. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt hier auch wieder den Fall haben, wie bei der M1-Schaltung, dass nur kurzzeitig jeweils dieser Kondensator geladen werden kann. Das heißt, abwechselnd werden wieder D1, D2 gleichzeitig und D3, D4 gleichzeitig leitend sein, aber immer nur in kurzen Bereichen um den Scheitelwert der Netzspannung herum. Das heißt, tatsächlich wird jetzt hier kurz ein impulsförmiger Strom fließen durch D1 und D2 während der positiven Netzhalbwelle und durch D3 und D4 wird um den Scheitelwert herum des negativen Maximums hier kurzzeitig ein Strom fließen, um jetzt den Kondensator aufzuladen. In dieser Schaltung habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen besser die realen Effekte dargestellt, indem ich hier so eine Netzimpedanz eingefügt habe. Typischerweise hat das Netz eine induktive Impedanz, wobei jetzt für unsere Zwecke eigentlich entscheidend ist, der induktive Anteil dieser sorgt dafür, dass jetzt dieser Strom nicht schlagartig zunimmt, wie wir das bei der M1-Schaltung gesehen haben, sondern weil in der Induktivität der Strom sich bloß stetig ändern kann, wird jetzt hier von Null raus langsam sozusagen der Strom sich ändern. Nichtsdestotrotz kriegen wir so einen starken Spitzenwert des Stromes und werden auch hier einen deutlich reduzierten Leistungsfaktor haben. Und tatsächlich, diese Netzimpedanz liegt ja nicht nur bei unserem einen Verbraucher dran. Durch diesen impulsförmigen Strom werden wir eine Verzerrung der Netzspannung kriegen für andere Verbraucher und eine Reduzierung des Leistungsfaktors dadurch, dass jetzt hier neben einem Grundschwingungsanteil auch noch zusätzlich Oberschwingungsanteile entstehen. Das heißt, nur bei der Grundschwingung, die wir hier durch Fourier-Reihenentwicklung ermitteln können, wird eigentlich Leistung übertragen und die Oberschwingungsanteile sorgen zwar dafür, dass in unserer Netzzuleitung Verluste entstehen, tragen aber nichts zum Leistungstransfer von der Wechselspannungsquelle zu unserer Last bei. Deswegen hat diese Schaltung einen reduzierten Leistungsfaktor, hat also einen größeren Effektivwert des Stromes in der Netzzuleitung fließen, als der nötig wäre, um die Last zu versorgen. Dieses Problem greift dann die sogenannte Leistungsfaktorkorrektur an, bei der man dann versucht, sozusagen diesen Leistungsfaktor zu vergrößern, was mit leistungselektronischen Schaltungen sehr gut funktioniert.